Die Musikabteilung wird 30 Jahre alt. 30 Jahre Musikverkauf und auch Musikpräsentation und nicht nur das, auch Künstler, die hier auftreten, haben eigentlich ein Bild geschaffen in der Öffentlichkeit, wo wir als Ludwig Beck Musikgeschäft kaum wegzudenken sind. Wir freuen uns über 30 Jahre. Wir freuen uns auch heute noch mit unserem analogen Musikangebot beliebt zu sein und erfolgreich zu sein. Wir handeln nach wie vor mit dem physischen Tonträger, der immer noch erfolgreich ist bei uns und auch in der Zukunft sicherlich erfolgreich bleiben wird. Und wir haben mit Gregor Hildebrand auch einen Künstler hier, der mit analogen Methoden auch arbeitet, gleichzeitig auch die digitale Welt anspricht. Und das ist ein wunderbarer Brückenschlag. Und insofern freuen wir uns natürlich über die Ausstellung, dass auch Gregor mit uns kooperiert und diese herrlichen Kunstobjekte und auch die Performance bei uns aufführen wird. Ich habe Bücher gemacht, begleitend zu meinen Arbeiten. Und dann gab es diesen Schlüsselmoment, wo ich ein Lied in das Buch mit integrieren wollte. Und das war Ende der 90er, wo wir alle noch Mixtapes gemacht haben. Und dann war es für mich so das Normalste, das Lied aufzunehmen und das Band rauszuziehen und auf die Buchseiten zu kleben. Und daraus ist dann so eine Serie geworden. Die Kassetten, die ich verwende, werden immer extra bespielt mit den einzelnen Songs, weil das Lied ist ja immer wieder hintereinander drauf. Und wenn ich ein Bild mache mit einer Kassettentonband-Collage, wie jetzt das Bild hinter mir, kann man ja genau sehen, das sind irgendwie so um die 12 Kassetten. Und da ist pro Kassette das Lied so 5 bis 6 Mal drauf. Das ist für uns jetzt nicht einfach ein Datum, wo wir denken, wow, 30 Jahre geschafft. Nee, wir wollen auch weitermachen. Wir freuen uns auch auf 40 und 50 Jahre Musik, die wir hier hoffentlich auch noch feiern werden. Und ich persönlich glaube auch, dass die analogen Tonträger ihren Bereich auch in der Zukunft finden werden und beliebt sein werden. Aber die 30 Jahre sind für uns ein Grund zum Feiern. Wir haben hier sehr viel erlebt, sehr viel gemacht und auch viel Freude gehabt in diesen 30 Jahren.